Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ja, ich bin gerade auf dem schönen Maze Tower mit einem PSN-Freund. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast für meinen Alltag in GTA 5. Fangen wir mal an mit der Besprechung hier. Oh, neue Freundesanfragen von die wilden Kerle. Ja, erstmal begrüße ich dich. Auf den schönen Pforten vom Maze Tower befinden wir uns gerade hier in Los Santos in der Innenstadt. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen fliegen, und zwar zum Hollywood-Schild, will ich doch mal etwas mit euch besprechen. Und zwar Let's Plays. Und zwar, ich spreche jetzt hier mal die alten Säcke an. So ab 40, 50 Jahre, die sich natürlich noch nicht so auskennen mit diesem Thema Let's Play. Und ich weiß, dass YouTube eine coole Plattform ist, wo jeder seine Videos hochladen kann. Und ich weiß auch, dass bestimmt einer zugucken wird, der keine Ahnung von Let's Plays hat. Und jetzt bist du gerade in einem Let's Play. Natürlich, für unsere Eltern ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn die Let's Play sehen. Und natürlich fragen die sich auch, was findet die Jugend denn an Let's Plays? Was ist daran denn cool? Was finden die denn daran spannend? Ich kann euch sagen, was daran spannend ist. Und ich verstehe auch ein bisschen die Eltern. Die sehen jetzt hier einen Typen, der labert. Die sehen eine Frau mit einem Fallschirm, die irgendwo in so einem virtuellen Spiel landet. Und dabei hört die Mama oder der Papa noch eine Stimme dazu. Natürlich, absolutes Neuland für diese Leute. Für mich war es am Anfang auch Neuland. Meine ersten Let's Play-Erfahrungen. Was war eigentlich mein erster Let's Player? Fragen wir eher so, was mein erster Let's Player war. Nun ja, mein erster Let's Player, den ich wirklich angeschaut habe, ich muss ganz ehrlich sagen, das glaube ich war, das waren entweder die Germantators oder das war, nicht Kronk, sondern Commander Krieger. Das war, glaube ich, meine erste Let's Play-Erfahrung, sonst hat mich das so weiter nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Damals habe ich YouTube noch gar nicht so wahrgenommen, wie ich das heute wahrgenommen habe. Damals war YouTube natürlich noch nicht das, was es heute ist. Eine riesige Mega-Plattform. Aber das müssen wir wirklich mal so sagen. YouTube ist eine Mega-Plattform. Gigantisch. YouTube ist wirklich eine gigantische Plattform. Auf jeden Fall. Ja, Commander Krieger war, glaube ich, das erste Let's Play. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Video war. Irgend so ein Call of Duty wurde da gespielt und ich dachte mir, hey, wenn es was für Call of Duty gibt, dann gibt es doch sowas bestimmt auch für Fallout. Und da bin ich dann ein bisschen weiter gestoßen auf den YouTuber Drew Hell Blackie, der ganz coole YouTube-Videos gemacht hat über Fallout. War ich hin und weg, ganz klar. Dann später ein bisschen Cold Mirror, Oblivion. Let's Plays angeguckt. Es ist was Tolles. Let's Plays sind was Tolles. Das müssen wir nochmal ganz klar sagen. Es ist ein Schatz. Let's Plays ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Vergleichbar mit so einem Art Kinofilm, würde ich mal sagen. Diese Emotionen, die Lust am Spielen, das ist toll. Ich finde das ganz klasse. Und jetzt machen wir hier mal einen kleinen Basejump. Das funktioniert nämlich hier wunderbar. Wenn man es natürlich auch kann, das versteht sich. Let's Plays sind was ganz, ganz Tolles, muss man ganz klar sagen. Man ist live dabei bei einem Krieg. Man ist live dabei bei einem Erfüllen einer Mission zum Beispiel. Man läuft durch das Ödland der Hauptstadt. Und John Henry Eden erzählt irgendwas über postapokalyptische Kriege und so weiter. Da kommt einfach mein kleines Herz hoch. Das ist einfach schön. Ja. Und Let's Plays, das ist ja auch nicht immer das, was es scheint. Let's Plays kann unterschiedlich sein. Es gibt Live-Commentaries, es gibt Themen-Commentaries. Was ich zum Beispiel mache, ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall in die Sparte der sogenannten Themen-Commentaries. Oder? Wie seht ihr das? Themen-Commentary würde ich das schon nennen. So. Genau. Dann gibt es natürlich noch Leute, die Troll-Commentaries machen oder
unterschiedlichster Art und Weise. Ein Let's Play kann unterschiedlich aussehen. Ja, somit sage ich eigentlich schon Ciao. Was natürlich wiederum ein Spaß war, wenn ich auf meine Uhr gucke. 5 Minuten sehen haben wir jetzt verbracht. Darüber zu reden. Über Let's Plays und so. Ich würde gerne mal wissen, ob eure Eltern auch Let's Plays anschauen. Und ich würde auch sagen, also würde jetzt jemand sagen, ob ich in 20 Jahren noch Let's Plays anschaue, dann kann ich das ganz klar mit Ja beantworten. Selbst mit 70 oder mit 80 Jahren werde ich noch Let's Plays anschauen, weil es etwas Tolles ist. Tolles, was Tolles, bei Emotionen dabei zu sein, das macht einfach Spaß. Ne? Herrlich. Sorry, meine ganzen Emotionen gehen hier wieder hoch. Druhan Blacky, das war noch Zeiten. Ja. Oh. Ich glaube, wir werden jetzt einen kleinen Kill begehen. Schauen wir aber erstmal, was diese Leute hier machen. Handys. Aha. Handy-Junkies, da kann ich auch was erzählen. Also heutzutage sind die Menschen natürlich total auf die Handys fixiert. Facebook, Twitter, Instagram. Man guckt immer, was gibt es Neues, der Vogel zwitschert. Ja, ich habe diese Erfahrung schon mit Freunden gemacht. Finde ich ganz, ganz schlimm. Immer dieses Vögelchen zu hören, wenn man jetzt zum Beispiel was erlebt, wenn man mit den Freunden mal rausgeht in die Natur und plötzlich kommt dieses Vögelgezwitscher. Alle packen wieder ihre Smartphones aus. Also, ich sag euch ganz ehrlich, es sind schon viele Freundschaften durch Facebook verloren gegangen. Finde ich sehr schade, dass manchmal schöne, emotionale Momente durch dieses blöde Facebook einfach so hingerafft werden. Man ist schön auf der Wiese, man guckt in den Sternenhimmel mit einer Freundin, trinkt einen Wein und dann kommt dieses blöde Facebook-Twitcher. Muss doch nicht sein, oder? Also, auf jeden Fall sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Bis dann und ciao.